Hi Leute, ich bin's mal wieder. Und zwar habe ich ein paar Anfragen bekommen, ob ich nicht ein paar Videos zur Statistik machen kann. Und an der Stelle Grüße an die Leute, die es vorgeschlagen haben. Ja, es geht jetzt los mit Statistik. Nicht nur wichtig für, keine Ahnung, irgendwelche Wissenschaften, sondern auch für Informatik. Deswegen, ich habe ja auch noch ganz viele andere Videos zum Thema Informatik, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Und natürlich auch nicht gerade unwichtig für die Schule auch. Bedenkt bitte, dass es hier wirklich Uni, ja, Wahrscheinlichkeitstheorie bzw. Statistik ist. Und dementsprechend kann es auch mal ein bisschen komplizierter sein. Ihr pickt euch dann einfach bitte die Videos raus, die ihr braucht. Am besten mit dem Thema natürlich. So, also fangen wir mal ein bisschen gediegen an. Also zunächst einmal, wir wollen ja Statistik normalerweise nicht auf irgendwelche, ja, mathematischen Formeln oder sowas anwenden, sondern wir wollen das ja möglichst auf irgendwelche empirischen Werte. Also empirisch bedeutet, wir haben es erfahren, also irgendwas, was wir gemessen haben, zum Beispiel irgendwelche, nehmen wir ein Beispiel aus der BWL, irgendwelche Umfragen, ja. Und da kann es natürlich auch verschiedene Ergebnisse geben. Und ihr kennt ja diese Umfragebögen, die total nervig sind. Und deswegen fangen wir mal damit an. Sagen wir mal, wir haben eine sogenannte Stichprobe. Dann kann man das als Vektor schreiben. Und dieser Vektor hat dann halt Koordinaten. So, das wird jetzt eklig für mich zum Tippen. Ich kopiere das am besten hier mal. Also sagen wir mal, dieser Zufallsvektor, der heißt x, ja. Und wir haben hier dann verschiedene Koordinaten. Oh ne, so war das nicht gedacht. Ich bin ein bisschen außer Übung mit dem Programm hier. Das Programm ist übrigens Word, also nichts fancy Infostyle-mäßiges, sondern irgendwas ganz Normales, was jeder hat. So, sagen wir mal, es gibt ja hier eine ein ups, nicht speichern, böse. Eine einzige Frage. Und sagen wir mal, die heißt, fanden Sie Auto A besser als Auto B? So, oder wie gut fanden Sie Auto A noch besser? So, und dann kann ich ankreuzen von 1 bis 5. Oder von 1 bis 9, ist egal. Und Person 1 kreuzt eben x1 an, Person 2 kreuzt x2 an, Person 3 kreuzt x3 an und Person 4 kreuzt x4 an. Also die stehen dann halt für Werte. Und theoretisch kann man das verallgemeinern, indem man hier einfach ja, hier Punkt, Punkt, Punkt eingibt. Das soll dafür stehen, es geht bis zu einem, ja halt. Es können n Personen sein, wobei n irgendeine Zahl sein kann zwischen ja, 0 und unendlich. Also wir können hier 100.000 verschiedene Personen gefragt haben und es sieht immer noch gleich aus eigentlich. So, und jetzt können wir da natürlich verschiedene Werte einfach reintun. Ich mache hier gerade mal ein Beispiel, ich kopiere den mal. Ja, vielleicht noch ein Enter rein. So, und jetzt sagen wir mal, wir haben hier die Werte. Also dem einen hat das Auto total gar nicht gefallen, der nächste fand es geil. Dann kam wieder einer, der fand es nicht so cool. Dann noch einer. So, und dann einer, der fand es so mittelmäßig. Und dann kann natürlich nochmal einer das ganz toll gefunden haben. Und noch einer. So. Und das ist jetzt eben eine spezielle Stichprobe, wie jetzt unsere, Moment, sieben Kunden, die wir befragt haben, unser Auto fanden. Und genau, mit diesen sieben Kunden, beziehungsweise mit diesen sieben Messwerten sozusagen, können wir, also das kann man natürlich auch in der Physik machen etc., weil diese Messungen, die wir haben, sind ja nie exakt, deswegen muss man da häufig mit Statistik arbeiten. Und für die Informatiker, die das Video hier gerade gucken, glaubt mir, ihr werdet das tatsächlich noch brauchen, wenn man zum Beispiel irgendwelche Gehirnwellen auswertet. Das mache ich momentan, das ist ziemlich cool. Kann ich euch vielleicht auch mal bei Gelegenheit zeigen. Also nur mal so als Motivation, dass das auch tatsächlich Relevanz hat. So, also dann kann man hier eben ja mit diesen sieben Werten coole Sachen machen. Man kann nämlich zum Beispiel zählen, wenn man jetzt einen speziellen Wert sich rauspicken will, zum Beispiel wie viele Leute fanden ja fanden das Auto hammergeil. Und das ist dann relativ easy. Also die Schreibweise ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, deswegen schreibe ich die mal hier so hin. Also das schreibt sich dann eben H für Häufigkeit und dann x, weil wir die Stichprobe x, also dieses x hier, das zweite, betrachten. Und dann eben von einem bestimmten Wert, wenn man es allgemein haben will, dann schreibt man da einfach aj rein, zum Beispiel.
Wir wollen jetzt aber von 5 haben. So, wie viele Leute fanden das Auto hammergeil? Also 5 haben dem Ding 5 Sterne gegeben. Und da kann man jetzt, das muss ich suchen, wo haben wir es? Nein, nicht Integral, hier. Das da. Nein, auch nicht ganz. Ich bin tatsächlich etwas aus der Übung, tut mir echt leid. So, und wir iterieren jetzt hier quasi über diese Summe drüber, also i gleich 1 bis n und Summe 1. Achso, hier muss noch ein Index hin. So, ich erkläre euch gleich, was das hier alles bedeuten soll. Das ist einfach nur kompliziert hingeschrieben, was eigentlich total easy ist. Und nicht eckige, sondern geschweifte Klammer. So. Also so ist bei uns die Notation. Bei euch kann sie natürlich anders sein. Jetzt kommt da nochmal ein Index rein. Total bescheuert. X. Ups. Nicht x. Nicht i, sondern x. Xi gleich. Ja. Xi gleich. AJ. Also die allgemeine Formel ist das jetzt hier gerade mal ganz kurz. So. Ich schreibe erstmal kurz die allgemeine Formel hin und dann kopiere ich sie und zeige euch, was das bedeuten soll. So, nein, das war nicht so geplant. Muss ich das jetzt echt hier damals? So, also die Häufigkeit von in der Stichprobe x, also dem hier, an der Stelle aj, also zum Beispiel 5. Also wie häufig war die Variable 5, also wie viele Leute fanden das Auto hammergeil, ist äquivalent, also wir können das als Formel umschreiben. Wir iterieren einfach über alle diese Einträge in diesem Vektor drüber. Also sagen i gleich 1, das ist der erste, bis n. N wäre in diesem Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 7 Einträge hier, also ist unser n7. Und wir addieren jedes Mal 1 drauf, weil ja jeder Eintrag quasi einmal vorkommt. Also ein Eintrag ist 1 wert. Sodass xi, also der i-te Eintrag in unserem Vektor x, also der, über den wir gerade iterieren, also der hier, der hier, der hier und so weiter, bis wir hier hinten sind, gleich unserem ai ist. Also das bedeutet, das ist total komisch hingeschrieben, jedes Mal, wenn ihr so ein Vorkommen von dem, was hier vorne steht, wenn ihr so ein Vorkommen hier habt, also da eine 5, da eine 5 und hier eine 5, dann addiert ihr 1 drauf. Total komisch hingeschrieben, aber wirklich einfach ohne Ende. Also das ist keine 5, das ist eine 5, keine, keine, keine und das ist eine und das ist eine. Also wir haben 3 Fünfen, also müssen wir dreimal 1 drauf addieren. Naja, 3 mal 1 ist 3, also nicht schwer. So, das nennt sich dann eben die absolute Häufigkeit von AJ, also in unserem Fall 5, in der Stichprobe x. Also x ist unsere Stichprobe, genau. So, und die relative Häufigkeit ist ziemlich ähnlich. Die kann ich hier gerade auch nochmal einfügen. Und wenn ich jetzt rausscroll, das macht nichts. So, die relative Häufigkeit kürzt man mit einem kleinen h ab, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. So, hx an der Stelle aj ist gleich und dann quasi das, was hier schon steht, also die Formel für hx von aj. Ich lasse das gerade mal so kurz stehen. Und das Ganze mal 1 durch n. So, was wir hier noch machen, wir teilen einfach unser Ergebnis durch die Anzahl an Einträgen, die unsere Stichprobe hat. Also wir sagen hier, wir nehmen das Ganze mal ein Siebtel, also haben wir hier am Schluss, das sollte ich vielleicht in der extra Zeile schreiben, sonst ist es offiziell falsch. So, ihr seht es noch? Ja, ihr seht es noch, super. Nein, nicht da unten, da oben. Ist gleich, und jetzt hier einfach 3, also diese 3 hier, und da wir 7 Einträge in unserem Vektor drin haben, 3 Siebtel. Das ist die relative Häufigkeit. Also 3 Siebtel der Einträge, die wir hier in unserer Stichprobe hatten, waren eben 5, beziehungsweise hier muss noch eine 5 rein. Also einfach Leute, die das Auto hammergeil fanden. Nicht speichern, immer diese Reflexe, ist furchtbar. Also 3 Siebtel der Leute fanden das Auto hammergeil. Ja, je nachdem wie groß eure Stichprobe ist, desto exakter wird dieser Wert. Also wenn ihr 100.000 Personen fragt, wird das Ergebnis wahrscheinlich exakter sein, als wenn ihr nur 10 Personen fragt. Das ist das, was man immer im Kopf behalten sollte. Ja, das nennt sich dann relative Häufigkeit. Hier unten habe ich, glaube ich, schon gesagt. Also der Teil mit dem kleinen h.
heißt relative Häufigkeit. Und der Teil hier heißt, vorne dran bitte, absolute Häufigkeit. So. Na, nein, verdammt. Ich habe mir angewöhnt, jedes Mal zu speichern, wenn ich irgendwas geändert habe, weil wenn man dann halt mal irgendwelche Abstürze oder sonst irgendwas hat, dann passiert was und ja. So. Gut, das war's dann eigentlich auch schon zu diesen Häufigkeiten. Ja, das wäre sozusagen mal das Intro-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr das irgendwie furchtbar langweilig fandet, macht nichts. Es wird noch spannender. Wenn ihr Fragen, Anregungen etc. habt oder auch, wenn ihr ein Thema in Statistik findet, was ihr noch nicht in meinen Videos gefunden habt, also wenn ich mit meinen Videos durch bin zu Statistik, dann werdet ihr sicher noch einige Themen von eurer Vorlesung vermissen. Ich habe nur Informatiker-Statistik gehabt, das heißt, es war nicht so umfangreich, aber ihr werdet da sicher noch mehr haben. Und dann könnt ihr mir bitte einfach den Namen des Themas schreiben. Ich arbeite mich dann ein und versuche daraus ein Video zu machen, wenn ich es einigermaßen kapiere. So, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Und, ja, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter mit Histogrammen und Klassenbildung. Macht's gut und schönen Tag noch. Ciao, ciao.